Was geht, man, aus die Fighterhose, die und in Dragon Ball Legends ist My Girl Kefla erschienen. Wir werden heute für sie sammeln. Ich kann es kaum erwarten. Eine Sache außen vorweg, allgemein zu Dragon Ball Legends. Dragon Ball Legends macht nach und nach wirklich gute Verbesserungen. Das gefällt mir sehr. Die aktuelle Rank Season zum Beispiel, dort bekommt man dreifach Punkte, Freunde. Also ran an Speck und platziert euch auf jeden Fall gut, denn die ranglichsten Belohnungen wurden auch verdoppelt in dieser Season und man bekommt nun ab 20.000 bereits Belohnungen, sag ich mal. Deswegen wirklich nach und nach, sei es auch wegen den Senka-Missionen, sei es auch wegen den Friendship-Ausrüstungen, die hinzugefügt wurden, unseren Fort, gefällt mir das Ganze auf jeden Fall sehr in Dragon Ball Legends. Aber wir haben heute ein Step-Up-Banner bekommen mit Transforming Gotenks und Kefla. Ob man es sammeln sollte, Freunde? Gute Frage, weil demnächst erscheint, beginnt das Jubiläum, nämlich im nächsten Monat schon. Worauf ich hinaus will, ganz kurz, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, Step 1 bis 3 mitzunehmen, denn das ist ein vergünstigter Durchlauf hier an der Stelle. Ihr könnt Step 1 und 2 einmalig nur machen und bei Step 3 für 700cc macht ihr einen kompletten Multisum 10 Charaktere und bekommt 2 Sparking garantierte Hilfstickets. Das heißt, wenn ihr Step 1 bis 3 macht, verbraucht ihr hier 1100cc und bekommt 4 Sparking garantiert Hilfstickets. Wenn ihr 5 habt, könnt ihr garantiert einen Sparking Charakter benutzen. Das letzte könnt ihr euch aktuell aus den Missionen, aus den Abenteueraufträgen holen, sodass ihr dann so gesehen 5 Stück habt. Und zwar ist das hier, bam, folgendes, sodass ihr 5 Stück habt und dann eben garantiert auch einen Sparking Charakter euch beschwören könnt mit erhöhten Rates für Gotenks und Kefla. Also das würde ich jedem empfehlen, 1100cc, dann die 5 Tickets mitzunehmen, sofern ihr es möchtet natürlich. Liegt ja bei jedem selbst, ob ihr das sammeln wollt oder nicht. Ob ihr danach noch weitergehen wollt in den Steps, ist euch selbst überlassen, Freunde. Denn wie gesagt, das Jubiläum steht ebenso kurz vor der Tür. Aber an sich begrüße ich euch recht herzlich zum Video. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, gerne ein Like lassen, Freunde. Und wenn ihr neu da seid und das Ganze unterstützen mögt, auch gerne ein Abo lassen. Vielen lieben Dank. Ich bin hier reingegangen, Freunde. Step 1, wir nehmen einen ganzen Durchlauf mit heute. Bin auf jeden Fall drauf gespannt. Hier bekommen wir 3 Charaktere jetzt an der Stelle. War es aber extrem höher? Ich weiß gar nicht. Aber Kefla ist erschienen, Freunde. Ah, Gotenks hatten wir die Infos aus den Vidam-Scans. Und es war erstaunlich, dass er so schnell bereits kam, tatsächlich. Und Kefla haben sie noch hinzugepackt. Kefla ist echt gut. Oh, wir haben zweiten Charakter. Komm schon, my girl. Ja, Mann! Was? 100cc und das Ding ist durch! Erster Charakter, Freunde! Das ist extrem höher, der erste Step, genau. 100cc, wir nehmen Kefla an! War schön! Kefla ist nämlich übertrieben gut, also ein sehr guter Charakter. Offensiv sehr gut stark. Ihr Schlag. Freunde, guck mal ganz kurz, was für Schlagangriffskarten sie hat. Ihre eigenen Schlagangriffskarten haben zum einen eine Panzerung gegen Fernangriffe und erhöhen ihren Schlagschaden um 25% für 10 Zeiteinheiten. Sie ist gestört. Freut euch auf jeden Fall die Tage auf den Showcase. Blaue Karte auch gut. Zerstört einfach 3 Karten vom Gegner und hat noch einen kleinen Support-Aspekt für die Fusion Warrior Charaktere. Universum 6 und für Female Warrior. Dein Ernst? Ist es gerade dein kompletter Ernst? Macht sie noch irgendwas? Bestimmt sicherlich. Oh mein Gott. Einfach allererster Charakter. Das war mein Ziel, Freunde. Kefla zu ziehen. Sie hat noch ein alternatives Artwork. Das weiß ich, aber ich will mal nicht zu viel Zeit verbringen, um das zu triggern. Ja, und das ist die Sache aber. Jetzt werde ich greedy, Freunde. Wir wollen auf jeden Fall nochmal einen Kefla ziehen, damit sie mindestens auf 3 Sterne kommt. Wenn das nicht der Fall wird, nicht schlimm nach dem Durchlauf, sag ich mal. Weil dann werde ich für sie auf jeden Fall Siehkraft-Multiplikatoren nutzen. Weil auf sie Fähigkeit 3, beziehungsweise, sorry, ab Limit Break 3, ab sie Fähigkeit 2 sollte das sein. Wenn wir sie eben nochmal ziehen, dann gibt es auch Fusion Warrior, den fusionierten Kämpfer von der sie Fähigkeit. Freunde, falls ihr schon gesammelt habt, lasst mich gerne wissen, was ihr gezogen habt. Falls ihr noch sammeln werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall all das Glück. Und hoffe, ich kann es euch weitergeben hier an der Stelle. Erster Charakter, Kefla. Junge, genau das ist Dragon Ball Legends, wirklich. Ah, Zeitstep ist auch extrem und höher. Sehr gut, nehme ich an. Und ja, Mann, geil, das wird geil, das wird geil. Dreifach Rankpunkte. PvP müssen wir auch auf jeden Fall gut grinden jetzt hier an der Stelle. Puh.
Jetzt haben wir, ja, 7 CC, 2 Tickets. Achso, by the way, ich hätte vielleicht reingucken sollen, welche Charaktere featured sind, mach ich mal danach kurz. Aber das ist jetzt Step 3, 7 CC, 10 Charaktere, 2 Tickets. Gar nichts! Dein Ernst? Also Gotenks, also auf Papier hat mir Kefla mehr gefallen, definitiv. Gotenks muss ich spielerisch mal gucken, wie es bei dem aussieht, weil der hat schon ein, zwei sneaky Sachen, die den Gegner nerven können. Vor allem das, dass er, wenn du den Gegner mit Schlag und Fernangriff triffst, die Key von ihm senkst. Da muss man mal gucken, wie das eben, ja, ausübt, sag ich mal. Aber wenn man ihn transformiert hat, der hat übertrieben hohen Schlagangriff auch und macht auch gut Damage. Aber mir hat, also auf Papier hat mir Kefla mehr gefallen, deswegen freut es mich sehr, dass wir Kefla gezogen haben, weil Kefla ist my girl, Leute. Und genau das. So, jetzt haben wir hier gar nichts, oder was? Okay, schade, nicht schlimm. Ganz kurz gucken, die Featured-Liste. Die Sache ist ja, wir haben auch noch Tickets und in Ticket-Banner sind auch LF-Charaktere, beziehungsweise in dem Banner selbst ist auch Vegito, richtig? Genau, mit 0,25%. 1% jeweils für Kefla und Gotenks, dann haben wir Gogeta mit 1%, Gotenks mit 1%, Kalkmoku Blue und Hit mit 1%. Okay, die anderen sind nicht featured. Alles klar, Extreme und höher, Step 4, Freunde. Wenn ihr mitmachen wollt, kommt ganz spontan ins Glücksammeln. Ich wünsche auf jeden Fall sehr viel Glück bei egal welchem Spiel eurer Wahl. Macht euch ready, ich ziehe gleich runter, dann lasst mich gerne wissen, was ihr gezogen habt, Freunde. 3 Bots! Game, please! Erster Charakter Kefla, übertrieben gut. Aber gib mir noch bitte, ja, da wäre ich total greedy, Freunde. Da bin ich dankbar und greedy, aber 3, 2, 1. Es gibt auch neue Animationen. Lass mal eine neue Animation sehen, BD. Mach irgendwas. Vegeta, hallo? Ist jemand da? Nein! Ah, ja, vielleicht bekommen wir nochmal ein Fake-Out. Ja, lass mich gerne wissen, was ihr gezogen habt, Freunde. Ich habe vergessen, wo ich stehen geblieben bin, voll lauter Hype. Das ist wahrscheinlich nur Extreme-Charaktere hier. Ah, Game, no! Und da wäre ich jetzt übertrieben greedy, Freundin. Das glaubt ihr gar nicht. Oh, okay, der Gohan. Habe ich, glaube ich, selten gezogen. Hat sich mal... Oh, nee. Extreme-Steps sind richtig geil, Freunde. So, es gibt so viele gute Extreme-Charaktere. Deswegen nehme ich das definitiv an. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich kann kaum noch reden. Vor lauter Hype, ey. Boah, richtig gut. Aber ist auch natürlich hier an der Stelle bewusst, dass sie den Step-Up-Banner raushauen. Wie gesagt, vorm Jubiläum. Deswegen, ja, ich bin auf das Jubiläum sehr gespannt, Freunde. Was wir da. Oh, Double Rates! Double Rates! 2% für Kefla und. Für Kefla und Gotenks nur. Alles andere bleibt gleich. Freunde, please. Komm schon, komm. Legends! Eine Kefla hast du noch, please. Komm. Please, Dragon Ball Legends. Oh, ich hasse diese 3 Bots, bitte nicht. Wenn man bei Double Rates 9 Charaktere nicht zieht, dann tut das schon weh. Oder die Charaktere, die Double Rates haben. Okay, warte mal. So, warte mal. Hallo? Ist jemand da? Nein! Ich glaube, der erste Multi war aber auch... Oh, bitte gib mir einen Sparring-Charakter bei Double Rates, please. Game. Jaco? Ich bin jetzt übertrieben greedy, Mann. Ich will jetzt Kefla sehen. Links und rechts, Freunde. Wir nehmen die Dame an. Kommen Sie. Cooler, nein, okay. Hallo? Dein Ernst? Also... Oh. Krass, also guck mal. Da sieht man schon, dass wir immer noch hier in einem Gacha-Game sind, ja, und alles Glückssache ist. Ja, Freunde. Ich habe sie in den 100 CC als allerersten Charakter gezogen. Aber danach haben wir keinen einzigen Spartan-Charakter mehr gezogen. Das ist halt willkommen in der Welt von einem Gacha-Game, like, legitimately. Zwei Mutis haben wir aber noch... Oh! Wir haben 2 Spartan-Charaktere. Goku Blue gegen Golden Freezer, jawohl, die Animation hatte ich nicht. 2 Spartan-Charaktere. Jawohl. Oh, die Animation sieht so geil aus. Wenn wir jetzt noch verlieren, könnte Vegeta Blue kommen. Nein, okay. Ah! Okay, ja, ihr seht es, Freunde. Legitimately Gacha Game. Turnaround, kommt alle. 2 Spartan-Charaktere, please. Einer davon Kefla, please. Komm, Dragon Ball Legends. Den nehme ich an. Den nehme ich an. Seine Siegfähigkeit ist echt nice für das GT-Team. Hallo? Wo sind die Spartan-Charaktere? Hallo, Game. Ich bin noch da. Und du bist? Und du bist?
Okay. Schade. Schade, Alter. Ja, da hatte ich echt Dreams. Schade, egal. Oh, 5 Sterne ist dabei. Okay, schade. Letzte Mutti ist kostenlos, Freunde. Danach, wir haben noch ein Ticket. Okay, chill. Letzte Mutti. Ah, wieso 3 Pots? Lasst es doch. Ich habe heute so oft 3 Pots bekommen. Kakarot, please. Ich hatte das so oft, so langweilig. Es gibt es. Ja, war schön. Oh mein Gott. Wartet mal. Jetzt fangt man wieder bei Step 3 an, Freunde. Aber Step 3 gibt 2 Tickets für 700 CC. Ich habe 7 von 5. Das heißt, ich werde die Tage auf jeden Fall noch hier auf den Step kommen. Dann habe ich hier 700 CC, hau ich raus, bekomme 2 Tickets. Und aus der Mission bekomme ich noch einen, da kann ich die Tage noch einen raushauen. Aber für heute, Freunde, ist das unser letzter Summon. Hashtag 1 Singles Summon, Freunde, mit dem Ticket. 15% auf Kevlar, please. Die anderen, keiner will die anderen. Okay, wir sind alle hier für Kevlar. 15% a man has dreams. Kefra! Kommen Sie, bitte. Komm. Ein Mikropot. Ah, ich bin so greedy auf mehr. Oh mein Gott, ich bin so greedy auf mehr. Das glaubt ihr gar nicht. Das sieht nach nichts aus, tatsächlich. Oh, Bait! Schade, Freunde, schade. Ja, mit einem Kevlar sind wir immerhin rausgegangen. Das ist auf jeden Fall, das nehme ich definitiv an. Die Tage kann ich auf jeden Fall hier noch weitere raushauen. Freut euch die Tage dann auch auf das Showcase von Kevlar. Ich werde mich darum bemühen, dass ich vielleicht das hier bereits zuvor raushaue. Also bevor ich das Showcase drehe. Und ich werde es dann am Anfang des Showcase-Videos ranhängen, was ich da gezogen habe. Wenn ich da keine weitere Kevlar ziehe, dann hole ich mir, beziehungsweise werde ich sie auf 3 Sterne bringen mit einem Siegfähigkeit-Multiplikator. Vorab, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch sehr viel Glück und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be around.